Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder mit einer weiteren Folge Conan Exiles. Und wir schauen uns natürlich weiter in der Questreihe von Freya um. Und dann denke ich, dass wir uns vielleicht ein paar Sklaven fangen, denn die brauchen wir natürlich auf jeden Fall. Und was sonst noch so passiert, das werden wir sehen. Ich wünsche euch viel Spaß und let's go. Wir stehen jetzt hier vor einem neuen Gebäude, Wir stehen jetzt hier vor einem neuen Gebäude von mir und zwar befindet sich da drin ein Sklavenrad. Das habe ich nur kurz hochgezogen und mir die Mats dafür gecraftet. Und ich war auch schon in Sepamero und habe nach guten Sklaven geguckt. Ich habe jetzt leider keine Benannten gefunden, aber dafür einen Zimmermann 3 und einen Rüstungsmacher 3. Die sind auch schon fertig. Und ich habe gesehen, dass Freya jetzt hier drin rumsteht. Ich meine, sie wollte ja sowieso zum Rat der Schmerzen, deswegen passt es eigentlich ganz gut. Und natürlich werden wir heute weiter in ihrer Questreihe schauen und deswegen quatschen wir mit ihr. Schön, dich zu sehen, meine Liebe. Hast du deine Zeit auf dem Rat der Schmerzen genossen? Genossen? In harter Arbeit liegt keine Freude, aber dafür Klarheit. Wenn Knochen und Muskeln schmerzen, beruhigt sich der Geist und die Dinge werden durchschaubar. Hast du dann jetzt einen Plan? Ja, wenn mein Mann von dieser Hexe verschleppt wurde, ist er nicht in Gefahr. Also kümmern wir uns um den Fluch, meine Wunde und meine Klinge. Wir können jetzt sagen, schneide dir den Arm ab und gut, oder deine Wunde und die verfluchte Klinge sind verbunden. Und ich glaube, das sagen wir dann auch. Ja, als ich verletzt wurde, hat Hulda sich um meine Wunden gekümmert. Sie hat fast zornig geflüstert, als sie ihren Wickel anlegte. Ich hätte es früher erkennen müssen. Und die Klinge? Die war die ganze Zeit in ihrer Hütte. Sie konnte es problemlos mit einem Fluch belegen. Sie hatte Zugriff auf mein Blut, meine Haare, meine Nägel. Diese verdammte Hexe. Also zerstören wir die Klinge? Du bist den Dingen auf den Grund gegangen. Wir müssen den Fluch aus der Klinge vertreiben. Ich hatte nicht daran gedacht, sie zu zerstören, sondern wollte sie lediglich neu schmieden. Es gibt im Land der Verbannten leider keinen Schmieden. Ich werde das Schwert ins Feuer des Vulkans werfen, soll das Metall schmelzen und sich vermischen. Wenn das den Fluch nicht bricht, Dann lass uns aufbrechen. In der Caldera des Vulkans befinden sich eine Schmiede mit Lavaströmen so heiß, dass sie die Zauberei von meiner Klinge entfernen können. Allerdings wird es nicht einfach sein, dorthin zu gelangen. Es ist heißer als die Hölle und die Bewohner werden unsere Anwesenheit nicht schätzen. Also komm vorbereitet. Wir treffen uns an der Vulkanschmiede. Oh no, ich dachte eigentlich, oder ich habe es total verplant, dass wir jetzt schon in den Vulkan müssen. Halleluja. Ja, das ist natürlich belastend, denn ich war noch nicht im Vulkan. Was machen wir denn da? So, wir sind wieder zu Hause. Wir nehmen uns auf jeden Fall 500.000 an Heiltränken mit. Dann habe ich natürlich meinen Trinkschlauch, der ist sehr wichtig. Was ist das? Heilmixtur? Ja, Wutwein, okay. Lasst mich mal das kurz hier hin tun und das da. Dann brauche ich eigentlich auch irgendwas, was mich wärmt. Aber ich habe nichts, was mich wärmt. Weil ich muss ja auch durchs Eis. Lass uns mal gucken, wie denn der beste Weg in den Vulkan ist. Also ich bin normalerweise tatsächlich immer hier über diesen Berg zum Vulkan. Aber man findet ja... Ich weiß aber jetzt nicht, ob es hier war. Hier ist doch auch so eine Höhle, wo man hinkommt. Aber wenn man hier drüber reitet, dann bekommt man Erfrierungen. Ach, das ist jetzt wieder so eine Geschichte, Leute. Ja gut, ich packe mich jetzt weiter zusammen und dann reite ich los, weil probieren geht über Studieren. Entweder wir schaffen es oder halt nicht. Und wehe, Freya ist dann nicht da. Also bis jetzt ist mir nur kalt. Schauen wir mal, ob das irgendwie sich noch ändert und ob ich überhaupt den Spot finde, den ich finden möchte. Aber ich glaube, da vorne ist er. Da kommt man hoch. Und das müsste dann eigentlich auch der richtige Weg sein. Dann sind wir ja auch gleich. Lass mich mal schnell schauen. Wir müssen dahinter. Oh Gott, das wird was. Ich glaube, ich baue mir da noch kurz Eis ab. Damit ich wenigstens auch noch zu der Trinkflasche irgendwas habe, was mich kühlt. Und dann sollten wir das Ding hoffentlich überleben. Schauen wir mal. Es
packen wir uns natürlich auch gleich daher. Noch brauchen wir es nicht, aber wir sind ja fast oben. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich meinen Kämpfer mitnehmen soll. Und dann dachte ich mir so, nee, lieber nicht. Die im Vulkan sind ja dann doch um einiges stärker noch als wir beide. Deswegen darf der daheim chillen. Okay, jetzt ist es nur sehr kalt. Passt. Okay, wir sind drin und wir müssen nach da hinten zu diesem blauen Teil. Und ich glaube, der beste Weg führt dann hier lang. Wenn wir jetzt aber... Ach scheiße, da sind ja auch Steine. Also, nee, auf die habe ich keinen Bock. Sonst hätte ich gesagt, holen wir uns hier noch die Pflanzen. Aber eigentlich will ich so schnell wie möglich hier durch, damit nichts passiert. Ich habe mir zwar eine Bettstadt noch gemacht. Oh, jetzt ist es extrem heiß. So, kühl mal ab. Aber ja, ich will die eigentlich bis zum letzten behalten und nicht random so hindroppen jetzt. Deswegen, ich suche mir jetzt den besten Weg und dann sind wir gleich wieder zurück. Die sind hier alle so böse und greifen mich an. Ich bin doch nur eine arme kleine Luni, die hier durchlaufen will. Heiß, wir kühlen uns gleich wieder ab. Und eigentlich müssten wir auch schnell den Obelisken holen, wenn wir eh schon hier sind. Aber jetzt brauche ich Ausdauer, damit ich hier nicht draufgehe. Oh mein Gott. Oh, was ist das? Ach, scheiße, habe ich jetzt nicht bekommen. Egal. Götter werden dich holen. Ja, ich glaube es auch. Eieiei, das ist hier immer so eine Tortur. Ich glaube aber, dass der Weg eben von da hinten lang geht. Ich bin mir aber nicht sicher, Leute. So oft war ich tatsächlich da nicht. Aber es klappt erstaunlich gut. Oder ist im benannteste Bogenschütz? Oh mein Gott, der zieht mir ja gleich übel viel ab. Scheiße. Schnell zum Obelisken. Wo ist eigentlich mein Pferd? Ich will keine Steine sammeln. Pferd, komm her. Kurz mal nehmen. Scheiße, der rennt uns immer noch hinterher. Ich will doch nur kurz einen Trank. Weg. Okay, hat uns zumindest ein bisschen was gebracht. Dann suchen wir jetzt den Tempel. Da ist ja der Tempel. Da müssen wir ja einfach nur kurz reinspringen und dann irgendwie schauen, dass wir sneaky peeky an allen Typis vorbeikommen. Das wird auch schwierig. Leute, wartet mal kurz. Bin ich jetzt richtig? Wo geht's denn rauf? Pferd, du rennst mir ja nicht in die Lava. Komme ich denn am besten rüber? Fragen über Fragen. Problem ist, ich habe auch kein Holz dabei. Haben wir da irgendwelche Fundamente? Ach so, hier sind solche Schollen. Aber kann ich auf denen? Nee, oder? Tja, also wir können es ja mal probieren. Zu weit weg. Scheiße, ich kann... Ah, da, stopp. Scholle. Okay, ja. Ach, sehr schön, das hat geklappt. Ach so, aber da müsste ich ja noch darüber. Ah. Ach, die hätte uns ganz dahin gebracht. Oh, Hitzschlag. Scheiße, schnell. Kühl ab. Extrem heiß. Ja, kühl ab. Hier sind auch Schollen. Pferd, ich glaube, du, es ist besser, wenn du hier bleibst. Ich probiere jetzt mal. Was passiert, wenn ich darüber springe? Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Krass. Dann ganz schnell unsere Tränke reingepfiffen. Und wisst ihr was? Ich mache mir noch mal kurz eine neue Bettstatt. Und ich habe mir doch Tränke mitgenommen. Bin ich irgendwie bescheuert? Fuck. Das ist natürlich dumm. Lasst mich in Ruhe. Ich muss nur da runterspringen. Ah. Okay, soweit haben wir es erstmal geschafft. Jetzt muss ich aber noch mal gucken, wo war sie denn, unsere Freya? Da unten eigentlich. Aber irgendwie...
Doch, da steht sie. Puh, jetzt dachte ich, sie wäre nicht da. Dann muss ich jetzt schauen, dass ich mich irgendwie vor denen nochmal drücken kann. So, hier sollte eigentlich keiner hinkommen. Kann ich mein Bett hier hinlegen? Nee, scheiße. Rhea, ich würde gerne mit dir quatschen. Und die Seele unseres größten Feindes einzusperren. Hä? Bringen wir es hinter uns. Unsere Pläne wurden durchkreuzt, doch die Zeit brachte uns den Sieg. War das jetzt richtig? Greif mal den an. Ja gut, ich glaube, das bringt uns auch ein paar Levels. Ich helfe ja, aber ich mache halt so gut wie keinen Schaden. Ich wette, ich werde hier drauf gehen. Kann ich mein Bett irgendwie... Scheiße. Geht nirgends. Muss der ja machen, Pfand. Jawohl. Looten wir. Was hat er denn da? Schillernde Schuppe. Nice. Mit dem weiter. Hör auf, Steine zu sammeln. Ich will eigentlich nicht sie treffen. Warte, ich habe doch auch einen Speer. Oh, extrem heiß. Schnell was trinken. Hat sie eigentlich keinen Lebensbalken mehr, oder? Naja, er ist auch tot. Oh, was hat er? Schlangenmenschenstreitkolben. Hä? Sie steht da jetzt nochmal? Okay. Was ist, wenn wir die anquatschen? Kommt sie dann auch mit? Bringen wir es hinter uns. Ah, nee. Kommst du? Gut. Also, hätte ja funktionieren können. Wäre richtig cool gewesen. Dann hätten wir zwei an unserer Seite. Na, ich will doch die Kiste aufmachen. Geht es nicht? Nein, Freya, nicht ins Feuer schmeißen. Nein. Oh mein Gott. Jetzt kommen noch die ganzen Typen. Help? Nein. Warte. Weg von mir. Oh shit. I am afraid. Ich versuche mal mein Bestes. Irgendwie ist es gerade recht dumpf hier mit dem Ton. Ich weiß nicht wieso, aber... Mich lasst ihr gefälligst in Ruhe, ich sag's euch. Boah, geh weg von mir. Spastiger Spast, weg. Hat der was? Ja, nehmen wir alles mit. Freya, schaffst du das vielleicht alleine? Alle? Angst. Aber die sind ganz okay. Und ich bin eine Stufe aufgestiegen. Wunderbar. Und da sind schon die nächsten. Ich will mal hier kurz looten. Oh, was ist das? Nee, Freya, dich möchte ich eigentlich nicht hauen. Nein, weg von mir. Oh, das war knapp. Wo bist du? Uff. Wie viele noch, Leute? Ich glaube, irgendein Obermufti kommt doch auch noch. Halt, da war noch einer zum Looten. Ah ja. Oh, mir ist heiß. Scheiße, ich muss was trinken. Ja, und jetzt?
couldn't beat me. Sie konnten mich nicht brechen, aber sie haben es versucht. Diese Dunkelheit, all die düsteren Albträume meines Lebens manifestieren sich. Du hast sie alle bezwungen. Du hast sie alle bezwungen, meine Liebe. Als die Dunkelheit kam, standest du hinter mir. Ich bin dir auf ewig dankbar. Und jetzt ist der Fluch gebrochen? Ja, ich spüre, dass meine schmerzende Seele von einem Gift befreit wurde. Ich fühle mich schwach wie ein Neugeborenes, aber mit etwas Ruhe wird meine Stärke zurückkehren. Bist du bereit, deinen Mann zurückzuholen? Nein, noch nicht. Seit der Fluch gebrochen ist, ist mein Verstand frei von den Schatten, die ihn um... Mann, das geht immer so schnell weg. Ich kann ja gar nicht richtig fertig lesen. Naja, aber anscheinend haben wir es geschafft. Tja, und eigentlich würde ich mich gern killen, aber dann ist mein ganzes Zeug weg. Aber habe ich denn irgendwas Wichtiges? Naja, eigentlich schon. Ja gut, Leute, dann mache ich mich jetzt auf den Weg nach Hause und dann sehen wir uns, wenn ich wieder daheim bin. So, Leute, ich bin wieder zu Hause. Zum Glück, es war wirklich ein langer, langer Weg. Ich war dann auch noch kurz in Sepamero und habe nach diesen lila Kugeln geschaut, die ihr mir in den Kommentaren empfohlen habt. Und ich habe tatsächlich auch 2 Stück davon gefunden. Die sollen ja die Gegner betäuben. Und das wusste ich tatsächlich noch nicht. Das heißt, ich werde mir jetzt mal meine Lederfesseln schnappen und meine Stahlkeule. Sicher ist sicher. Und wir brauchen unbedingt auch wieder Aloe-Extrakt. Und dann würde ich mal sagen, packen wir doch den ganzen Schissel mal hier rein dabei. Coole Sache. Dann gehen wir jetzt nach Sepamero und halten Ausschau nach weiteren Kämpfern. Okay, welchen Weg gehen wir denn zuerst? Ich würde sagen, wir laufen zuerst unten lang und schauen dann nach oben. Schmied 1 und 2 braucht keiner. Zimmermann habe ich schon. Tänzer und so sind erstmal uninteressant. Ja, dann können wir eigentlich auch gleich raufgehen und da gucken. Zwei einmal da. Hier stehen auch immer 2. Zimmermann 2 und Tänzer 2. Ach, gute Sklaven zu finden ist nicht leicht. Hier steht doch auch immer so ein Hanswurst. Tänzer. Immer diese Tänzer. Wieder eine. Wartet mal, den konnte man nehmen, ne? Ja, Stahlreparaturhammer. So, haben wir denn jetzt hier noch wen? Schmied 1 und Schmied 1 und Rüstungsmacher 1. Juhu. Also hier war es mal wieder kein Erfolg. Dann gehen wir auf die andere Seite. Beziehungsweise gucken wir uns noch die beiden an. Was da so geht. Schmied 1 und Gerber 1. Die nehmen wir mit. Und jetzt düsen wir rüber. Wen haben wir da? Tänzer 2, Schmied 2. Uninteressant, Leute. Kommt schon, wir müssen wenigstens irgendeinen Dreier finden, den wir noch brauchen. Das wäre wirklich super geil. Außerdem will ich diese Kugeln ausprobieren. Komm schon, du bist jetzt ein Alchi 3. Bitte. Next. Ach, es ist doch so belastend, dass hier nie irgendwer Gescheites rumsteht. Hier auch nicht. Okay. Schön. Leute, ich glaube, wir haben kein Glück. Zimmermann 3, aber den habe ich ja schon. Das heißt, der ist völlig nutzlos gerade. Schmied 3. Sehr gut. Okay, dann probieren wir das mal aus. Ich schmeiße jetzt da einfach mal eine Kugel hin. Und wir sehen, dass der Balken runtergeht. Geil. Das heißt, die liegen beide gleich am Boden. Das ist sehr cool. Wie lange hält es? Oh mein Gott, er liegt. Was ist denn das bitte für ein Game Changer? Die Kugel kannte ich tatsächlich vorher auch nicht. Das ist ja mal richtig geil.
Da muss ich mal nachschauen, ob ich mir die auch selber herstellen kann, weil dann... Wer braucht schon eine Keule noch, wenn er die Kugeln hat? Wir bringen den jetzt erstmal hier in Sicherheit. Und dann schauen wir nochmal nach, was der andere für ein Heini war. Drück mal auf Play. Wird zu. Kugel kannst du mal wegpacken, nicht, dass ich die aus Versehen schmeiß. Ach ja, wir können ja dann auch noch da hinten nachschauen. Da sind ja eigentlich auch immer Alchis. Was bist du für einer? Kämpfer 2. Du bist es nicht wert. Hört sich hart an, ist aber so. Und du warst der Zimmermann gewesen, ja. Und ist bei euch einer dabei für mich? Nein, leider nicht. Okay, ja gut, aber dann haben wir ja im Prinzip jetzt auch nochmal einen Schmied 3. Ach so, Leute, wir brauchen ja auch noch einen Barkeeper, habe ich gesagt, gell? Hm, vielleicht machen wir das im nächsten Part dann. Ja genau, und damit würde ich den Part an der Stelle beenden. Ich danke euch natürlich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und das war ein bisschen spannend im Vulkan. Ich glaube, ich bin ja jetzt Level 32 oder so. Normalerweise würde ich mit dem Level nie in den Vulkan gehen, aber es hat eigentlich recht erstaunlich gut funktioniert. Und ja, dann freue ich mich auf unseren nächsten Part und wünsche euch bis dahin einen schönen Abend. Bye, bye.